Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Heute wollen wir uns endlich mal der Operation Entgiglasierung widmen, beziehungsweise endlich hoffen, dass wir das letzte Lager haben. Ja. Und wir können die Seilbahn fertigstellen. Wir machen noch schnell unser Inventar leer. So, Ressourcen, Schrott und Energie. Nee, Material. Da mussten wir, glaube ich, zur letzten. Oder hier. Ziemlich noch Platz. Und dann schnappen wir uns die Seilbahn und bauen die natürlich auf. Hängender Seilbahnwagen. Jetzt wird es ein bisschen storylastiger. Aber was wir hier auch haben, hier sehen wir immer die Versammlung. Da kommt noch die Kirche hinzu. Und man kann hier Gold spenden. Machen wir mal, gibt es nämlich ganz viel Beziehung. Beziehungspunkte. Also für die Leute, die man dann vielleicht nicht so oft anspricht, also bei mir ist das wirklich Mathilda, Miguel und so, kann man damit ganz gut Beziehungspunkte farmen. Und wir haben auch einen Punkt in Werkstatt. Wasserverbrauch haben wir schon gesenkt. Genau, Chance. Für hochwertige Gegenstände zu bekommen, finde ich noch ganz wichtig. Oder Zeitmanagement. Wir nehmen erstmal Zeitmanagement. 10% erhöhte Produktionsgeschwindigkeit. Ja, und dann stürzen wir uns jetzt mal in die Quest. So, gleich werdet ihr sehen, wie antaucht wieder aus dem Nichts auf und kann auch aufbauen. Wir sind zufällig immer gleichzeitig fertig. That's some fine work you've done up there, partner. Glad to have you guys on board. Next step is riding you builders over to fix the engines. Things might go south over there, over in the west. What? With the gigglers and all? So you might want to arm yourselves. Are you ready to go? Ja, Level 11 bis 13. Ich glaube, wir sind sogar schon Level 18. I knew I could count on you. Let's roll. See you cowpokes on the other side. Right behind you. Wir sind abgestürzt. Captain? Die Gegler. Stay back. I don't want to hurt y'all. We come in peace. Well, it looks like diplomacy has failed, partner. Roll out. I'll cover you. Ja, dann geht's jetzt mal los. Ganz viel Beziehung. Ist aufgeploppt. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Kampf. Wegen die Gegler Sicherheitskraft. Kämpft auch mit zwei Leuten. There's gotta be an exit around here somewhere. Let's try to find it. You take point. I'll cover you. Okay. Er hat die anderen beiden erledigt. Wir sind im Dungeon. Ich glaube sogar, na, wir waren ja schon im Bruch. Das war ja der erste Story Dungeon und das ist jetzt hier so der zweite große Story Dungeon. Und wir nehmen uns hier auch ganz viel Zeit, um den in Ruhe zu erkunden und alles mitzunehmen. Weil wie in Porsche. In den Storyteil der Dungeon kommt man leider nicht nochmal. Aber finde ich auch nicht so schlimm. Dafür sind sie ja Story Dungeon.
Deswegen muss man hier auch nicht so durchhetzen. Also in Ruhe alles mitnehmen, angucken. Found anything good? Ja, ich habe was Gutes gefunden. Hier sind Praktikanten. I didn't expect this. I thought I'd at least have Pin and a posse with me. Them Geeklers just showed up one day a couple of years back. Nah, you see and hear about a few mutated beings here and there, but I have never seen them on such a large scale. Rumor is, they come from the peripheries. Who knows? Ja, wer weiß das schon, das stimmt. Wir wissen es garantiert gar nicht, weil wir gerade erst hier angekommen sind. Eine Kiste. Mit einem Opal. Zerlegen wir natürlich. Alte Teile. Gehen wir nochmal da hinten in die Ecke rein. Ist nichts. Hier kann man nicht abbauen. Man muss ja alles austesten. Ja? Oh, ich glaube, da können wir uns durchgraben. Ja. Ey, hier liegen alte Teile rum, die will ich einsammeln. Und ganz, ganz viele Zauberwürfel. Ah, da oben ist eine Kiste. Leicht dezenter Hinweis. Da klettern wir gleich natürlich nochmal hoch. Aber hier gibt es in dem Spiel einige Jump-and-Run-Passagen, die finde ich gar nicht so einfach. Aber die werdet ihr auf jeden Fall noch mitbekommen, wie ich mich da abmühe. Well, looks like we're in this thing. Plenty of Geeklers between us and Salvation. Now this goes against pretty much every regulation in the book. But we're in dire straits and have you ever fired a gun before? Never mind, don't answer that. Just take this here shooting iron. Locked. Yay! Look, see that little light thingy there? Try shooting it. It's gonna unlock this door. I can tell. Wir haben jetzt eine Pistole, eine neue Waffe. Packen wir uns mal direkt auf die 6. Ja, das erste Mal, dass es dass es Schusswaffen gibt. Hey, there you go. You're getting the hang of it. I feel a bit better about the situation overall. Und die sind auch relativ stark. Ja, voll cool. Hat mich mega gefreut. Aber wir sind auch im Wilden Westen. Da muss es natürlich Schießeisen geben. Also, Setting ist ja schon Wilder Westen. Wüste. Ja. So, schön nochmal in die Ecken gucken. Jetzt wisst ihr auch, warum wir gerade ganz fleißig die Patronen aufgesammelt haben. Die brauchen wir nicht. Für unsere neue Waffe. Ach, das Spiel ist schon sehr, sehr gut. Oder entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Habe ich jetzt tatsächlich schon sehr viel gespielt. Also noch nicht so lange wie Porsche. Dafür war Porsche einfach schon zu lange draußen. Aber es ist halt ein bisschen anders, aber echt gut. Und Porsche ist dadurch, finde ich, immer noch nicht schlechter. Also auch wenn ich gleich so im Verhältnis jetzt mehr Sandrock gespielt habe, habe ich immer mal wieder noch Lust auf Porsche. Da ist halt die Welt ein bisschen freundlicher. Was ich gar nicht schlecht finde. Ein bisschen heile Welt kann jeder mal gebrauchen. So, Loot haben wir eingesammelt. Hey, I think if we go through that turnstile, there's an exit in that direction. This place used to be a mining spot back during the Relic Rush.
I came once a long time ago. We're gonna need to swipe a card to get through that turnstile. Let's look around. Maybe we can find ourselves one. Okay, dann suchen wir uns mal eine Karte. Der Sandrock ist ja dafür bekannt, dass es riesige Ruinen aus der alten Welt hat. Das sehen wir hier jetzt auch. Die sind nämlich echt nicht klein. Yeah, let's check this way. Ja, ich gehe hier auch lang. Wo ist er hin? Ich will nicht Justice abschießen. So, ich glaube, ich kämpfe jetzt erstmal weiter mit den Dolchen. Denn ich will mir die Patronen ein bisschen aufheben. Hier liegt nichts hinter, okay. Die Ruinen sind so gut. Oder die Dungeon. Ich fand auch schon im Porsche die Dungeon echt cool. Hey, there's the keycard. Da hinten. Da steht einer in der Ecke. Der Mitarbeiter. Garis vielleicht. Keycard eingesammelt. Müllberg sammeln wir natürlich auch mit ein. Bronzenite, als wenn das Müll wäre. Kostet voll viel Bronzebarren, ja. Hier ist natürlich noch eine Truhe. Ein Motor haben wir bekommen. Ja, der sieht süß klein aus, ne? Dagegen sind die alten Teile echt groß. Hier noch was unter? Nee, nur Datendisk. Genau, was im Regal? Auch nicht. Wir hören schon komische Geräusche. Ah, ich hänge. Wie die schön mit Krach hier versuchen, uns irre zu machen. Hier liegen noch Patronen. Ich würde mir gerne die mal auf die... Oh, da. Damit ich weiß, wie viele ich habe. Ob ich schießen darf oder nicht. Ich will natürlich die neue Waffe euch hier auch. So. Dann gehen wir mal durchs Drehkreuz. Ich zur Sicherheit habe mal die Pistole aus. Kommst du, Justice? Ich will hier nicht alleine gegen den Manager kämpfen. Ja, er ist da. Geschafft. Motivationshammer gibt es dazu. Sehr schöner Name für einen Hammer. Ich glaube, der motiviert ganz gut. Hier liegt nämlich ein Müllberg. Den hätte ich sonst übersehen. Muss ich nochmal andere Seite gucken. Hier war aber kein Müllberg. Achtung, Strom. Da ist noch Müll weg. So, weiter geht's.
Hier können wir uns einmal heilen, machen wir auch mal. Wir hatten zwar kein Leben verloren, aber wenn es schon da ist, kann man es auch nutzen. Dang, that's a whole gaggle of giggers. Looks like they're all listening to that big fella talk about lizard stuff or something. I remember this place. If we can find two keys, we can get through that door on the opposite side of this room. Let's move quick while they're distracted. Okay. Wir müssen zwei Schlüssel finden. Und wir gucken uns natürlich hier jetzt erstmal oben schön um, ob wir hier alle finden. Unten ist es ja voll, da will ich irgendwie nicht so unbedingt reinspringen. Ja. Mitarbeiter und Sicherheitskraft. Gott, ich habe gerade die ganze Zeit Gesundheit und Ausdauer vertauscht. Grün ist Gesundheit. So, und Ausdauer ist gelb. Eintausch ist lange schon mal. Justice macht bombastisch mega viel Schaden. Muss man ja einfach mal so sagen. Okay, hier sind ein paar mehr. Geschafft. Hat seine Zähne verloren. Ja, hierfür brauchen wir die Schlüssel. Und auch fehlt uns einer. Und ein bisschen Heilmittel. Ja, Fleisch für Ausdauer. Ausdauer wird hier allerdings nicht verbraucht. Die Dolche sind schon echt flink. Und, also warum man manchmal so daneben haut, man kann aus manchen Kombos nicht ausbrechen und wenn man dann irgendwie leicht schräg den Gegner anvisiert hat, dann springt man so ganz gut drumherum. Aber nicht, trifft nicht da, wo man treffen möchte. Oh, Inventar ist voll. Wie viel Golds haben wir denn? Genug, um uns mal ein paar Plätze zu kaufen. Mach mal 20. So. Verdichteter Kraftstein. Wow, jetzt schon. Nicht schlecht. Ist auch noch eine Kiste. Noch ein Kraftstein. So, dann auf zur Tür. Es geht eine Etage tiefer. There must be a way to open this. Mhm. Gehen mal hier lang. Den haben wir.
Okay. There we go. Tür ist offen. Hier nicht. There must be a way to open this. Es ist doch schon offen, Justice. Justice schießt einfach alles aus dem Leben. Oh, sorry, wenn ich hier so schnell durchrenne. Ist Angewohnheit. Ich versuche wieder langsamer zu laufen. Aber wenn ich so mich umgucke und dann schon sehe, ich habe alles, dann sprinte ich halt gerne zurück. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem. Aber ihr wollt euch vielleicht den Dungeon ja auch ganz gemütlich anschauen. Der ist nämlich schon echt cool geworden. So, da öffnet sich da hinten die Tür natürlich. Hier sitzt einer hinter. Habe ich schon gesehen. Ich schätze mal, die zwei Punkte, die wir jetzt gerade schon wieder haben, beziehen sich auf Kampf. Und ich bin mal gespannt, ob vielleicht noch sogar ein Schüler dazu kommt. Die Gegner sind ganz schön laut. Okay, benutzen wir mal. Dann gehen wir weiter runter. Schnell Müll eingesammelt. Diesmal tatsächlich. Dang, I hate to say this, partner, but I think our only way out of this thing is on the other side of that room with all the gigglers. It looks like they're all paying attention to that big guy, though. I bet we can sneak past them. Follow my lead. That guy talking about take over Sandrock. Hey, who are those two back there? Oh crap, they saw us. What do we do? Let's not just this antwort. Sorry to interrupt your little word domination speech there, partner, but there's just one little complication you didn't account for in all your plans and contemplations. That thing is justice. I don't get it. Gigglers, wipe them out. I don't get it. Mach ich nicht gut. The captain. Save yourself. We're done for.
According to plan. I knew we should have gotten rid of that button. No matter. I'll destroy you myself. On guard. Unser Bosskampf gegen den Giglerkönig. Entschuldigung, Präsident. Für den Kampf wollte ich die Patronen haben. Oh. Aua. Da hat er mich erwischt. Da haben wir ihn erwischt. Humans, but you are too late. Our plan is already complete. Behold! Here! And now to take over Sandrock and end the world! Hey, wait! What the heck, guys? I was worried sick. I was so anxious while you guys were in there that I fixed the trolley engines. You're lucky to be alive. Luck ain't got nothing to do with it. Look, the rest of the Giglers are running for the hills. We won, Sheriff. Let's go back and talk to the old minister. I guess we'll have to take that trolley again. So that's what happened. My goodness, sounds like you folks went through heck and back. I'm glad y'all are safe and sound. That Giegler train sure did some damage to our bridge, though. I'm having Heidi assess the situation right now. I'll be calling a special town meeting to talk about it once we're sure what to do next. You've done the town proud, scaring away the Gieglers. Mighty heroic. Get some rest now, you hear? Okay, damit haben wir die im Bauch der Bestie die Mission abgeschlossen. I didn't do anything. Wir quetschen mal mit Mian noch. Howdy. The great thing about Xanarok is that it always hat nichts zu sagen, hat Anshur was zu sagen. Ja. Tut mir leid, dass du und Justice den Kampf ganz ohne mich führen musstet. Wir haben versucht, schnell einen Weg zu dir zu finden, aber wir kamen zu spät. Be seeing ya. Und vielleicht können wir ja noch mal mit Justice und Matilda reden. Hey there. Nee, die hat nichts zu erzählen. Und Justice? Hey there. Auch nichts. Okay. So long, partner. Dann würde ich aber mal sagen, die Folge ist jetzt lang genug. Wir werden in der nächsten Folge schauen, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Aber den Hauptquest-Strang haben wir mal abgeschlossen. Und das war ja, ich weiß nicht, die Geschichte ist so cool. Es ist halt alles ein bisschen übertrieben. Aber das war es auch schon bei Porsche. Und ich liebe dieses, weiß ich nicht, ich mag das voll. Diese leicht übertriebenen Hauptmissionen mit sehr viel Action. Und jetzt hatten wir gerade sogar ein bisschen Slapstick-Comedy drin. Sehr schön. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.